Wenn Sie einen Mann bei sich im Unternehmen mal so richtig verwirren möchten, dann gehen Sie zu ihm hin und sagen Sie: Boah, du bist ja sowas von ein neuer Mann. Du fällst voll in diese Kategorie. Ist das großartig? Das wird er nicht so prickelnd finden. Denn selbst wenn er schon eher so die Empathie auslebt und auf sein Bauchgefühl mehr achtet als auf Regeln, so ist es trotzdem so, dass jeder Mann gerne ein Retter wäre. Jeder Mann wäre gerne so ein bisschen macho. Viele Männer mögen es einfach gerne, so vertikal nach dem Status zu streben, während die Frauen horizontal tendenziell eher nach der Harmonie streben. Und wenn sie dann sagen, du bist so ein neuer Mann, das ist, fühlt sich eben einfach für einen Mann jetzt nicht wirklich toll an. Wenn er ein Polizist ist, ein Feuerwehrmann, dann kann er noch sein Macho-Gehabe ausleben. Aber so im Unternehmen, wie will er das tun? Da ist ja eher Eloquenz gefragt und nicht, yeah, ich bin Macho, ich rette hier alle, ta-ta-ta-ta, ich spiele Superman. Nee, ja, was macht er dann? Was macht der Mann, der gerne so ein bisschen Macho wäre, wenn er im Unternehmen kaum noch die Möglichkeit dazu hat? Sie als Führungskraft, als weibliche Führungskraft, können ihm dabei helfen, indem Sie zum Beispiel dem Mann im Team um Hilfe bitten. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ich komme da alleine nicht weiter, oder aber das Team weiß da gerade nicht weiter, geh mal hin, hilf denen mal. Dann kann er retten, dann kann er wieder an Status gewinnen, dann kann er so ein bisschen Macho sein. Das Schöne ist, dass es gar nicht so schwierig ist, einfach mal jemandem ein bisschen was rüberzuschieben an Verantwortung, vielleicht auch mal loszulassen, ein bisschen mehr zu delegieren. Das klingt jetzt vielleicht danach, als ob Sie, ja, Schauspielern. Nein, es ist ein Entgegenkommen, so ein leichtes Grundbedürfnis zu befriedigen. Und wenn jemand gerne retten möchte, ja, dann geben Sie ihm die Möglichkeit. Warum auch nicht? Lieber das, als wenn Sie mit einem anderen Mann so um den Status kämpfen auf Augenhöhe. Ich bin stärker, nein, ich, nein, ich, nein, ich, nein, ich. Das macht keinen Spaß. Dann doch lieber den männlichen Mitarbeitern in Ihrem Team ab und an mal die Möglichkeit geben, so ein bisschen Macho zu sein. Das war der Videopodcast Ich Rede. www.ichrede.de von Isabel Garcia.